Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Und wie man sieht, Lord Saladin ist endlich wieder vom Turm weg. Ja, endlich mal kein Eisenbanner mehr, was mich ja tierisch genervt hat, wisst ihr ja alle. Aber jetzt diese Woche gibt es trotzdem wieder Tapferkeitspunkte im Schmelztiegel. Ist da so, warum Missionen immer steht, Destiny-Server werden kontaktiert. Ich habe keine Ahnung, ob es an meinem Internet liegt oder an Destiny 2. Keine Ahnung. Aber diese Woche hoffen halt viele Leute darauf, also es ist Woche 3 der Season 21 übrigens, ja, Saison der Tiefe, da hoffen halt viele darauf, dass noch irgendwie eine Exo-Quest released wird, aber ob das so kommen wird oder nicht, wird sich zeigen. Aktuell habe ich noch nichts bei YouTube gefunden, dass irgendwo irgendwie was gefunden wurde. Warten wir es einfach mal ab. Wir gehen jetzt auch erstmal zu Test und schauen erstmal, was da so los ist in ihrem Shop. Ja, mit den Destiny 2 Server werden kontaktiert, nervt mich gerade so ein bisschen ab, euch wahrscheinlich auch. Feuern und beteuern hier einmal Geste für 3250, Glanzstaub sehr teuer, aber die hatten wir schon mal im Shop, die war wohl auch sehr erfolgreich, weil diese Geste ist eigentlich ganz lustig, kostet aber sehr viel Glanzstaub und wir wissen, Glanzstaub ist schwierig zu kriegen, aber die Geste ist schon eigentlich ganz witzig, sagen wir es mal so. Baukasten, Flitzer, Transportmittel für 2500, Glanzstaub einmal diese Woche hier. Hat auch was Extravagantes, ja, also vorne so offen war, glaube ich, noch kein wirklicher Sparrow oder Transportmittel. Also da kann man bestimmt was Schönes noch machen, aber wie gesagt, ist auch nicht günstig, aber ist noch was Extravagantes. Hier noch abgefangenes Signal, Teleporteffekt, 450 Glanzstaub hier einmal an Kosten. Sieht eigentlich auch ganz nett aus, wie gesagt, kann man sich auch überlegen. Hier Frühjahrsflut, Fable Shader für 300 Glanzstaub hier einmal. Boah, krass, irgendwie es leuchtet. Wäre eher was für die Ladies, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Shader würde ich sowieso immer empfehlen mitzunehmen. Dann Trinity Shader hier für 300 Glanzstaub einmal. So würde mein Char aktuell aussehen. Auch ganz okay, also sehr, sehr glänzend alles. Auch der Shader hier. Aber wie gesagt, kann man natürlich sich noch gönnen. Kostet 300 Glanzstaub. Die kriegt man auch so zusammen jede Woche. Hier sind natürlich noch überall ein paar Angebote etc. Könnt ihr euch auch nochmal alles anschauen. Hier die empfohlenen Sachen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, oder ob es, mich würde mal interessieren, ob es die gleichen Sachen bei euch sind wie bei mir. Hier sind ein paar empfohlene Sachen, aber ich sage, das ist echt Geld, da muss man echt hart überlegen, ob man sich für echt Geld holt oder nicht. Ich mache es meistens nicht. Hackerzeit-Geste für 3250 Glanzstaub hier einmal. Ja. Eigentlich auch nichts Besonderes. Dann hier Power-Messung-Geste für 700 Glanzstaub. Ist doch Powermessung, ist doch von Dragon Ball, oder? Ich glaube schon. Dann hier einmal astrologische Hülle, hier Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Sieht eigentlich auch ganz lustig aus, kann man sich eigentlich auch überlegen. Dann hier einmal Großstadtflieger, Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Hat irgendwas aus den 50er Jahren, würde ich sagen, irgendwie. Warum auch immer. Aber, wie gesagt, auch ein bisschen besonders, aber ist immer Geschmackssache. Dann der Bunker hier einmal, Survival Kit hier einmal, das Waffenornament für, Survival Kit? Für welche? Was für welche Waffe soll das sein? Egal. Das gibt's auf jeden Fall. Kostet immer Glanzstaub. Dann hier einmal Alhidade. Ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Für Scharlach. Okay. Ein Waffenornament für 1250 Glanzstaub. Kann man sich überlegen. Hat auch. Ist ein bisschen extravagant, doch, ja. Kann man sich auch überlegen. Wie gesagt, diese Woche sind eigentlich so immer so Note 3 Sachen hier drin, wo man echt mal ein bisschen überlegen sollte, sich was zu holen. Daumen hoch, Projektion für 1500 Glanzstaub hier einmal. Dann hier unten die Teleport-Effekte, abgefangenes Signal hatten wir eben schon gesehen. Ist hier nochmal aufgeführt. Dann hier Pyramidenauftritt einmal. Und hier noch einmal steriles Neutrino-Effekte. Ja, ja, wie gesagt, auch alles okay. Die Shader, Hitze geschützt, einmal hier einmal. Ja, sieht auch ganz okay aus. Dann einmal hier zück. Zirkadiane Kälte. Ja, die Namen sind immer richtig toll. Machen richtig Bock, mal vorzulesen. Dann Grünspan. Und dann zum Schluss hier einmal weichgespült. Das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Das hat was. Finde ich. Aber wieder, ist auch hier wieder Geschmackssache, ja. Empfehlung ist ja eigentlich eher so das Waffenornament, würde ich sagen. Und dann hier vorne, würde ich sagen, der Sparrow, die Geste. Und ja, eventuell hier auch noch die Shader. Aber wie gesagt, es ist immer als Geschmackssache, das muss jeder selber entscheiden, ob er es kauft oder nicht. Ihr habt eine ganze Woche Zeit, also 7 Tage Zeit, bis nächsten Dienstag um 19 Uhr, also davor natürlich kaufen. Und ja, da habt ihr einfach Zeit. Könnt ihr euch selber aussuchen, ob ihr Bock drauf habt oder nicht, das zu kaufen irgendwas da im Shop. So, dann haben wir hier einmal noch Banshee, natürlich immer wieder einen Besuch abstatten. Hier natürlich die Beutzüge wieder mitnehmen. Es geht nichts über Beutzüge. Es
geht nur über Bolzüge, mehr oder weniger. Empfehlungen hier einmal: Chromatin-Rausch, Automatikgewehr, Nesarex Flüstern, Glefe, dann Falkner Handfeuerwaffe, Fernglas des Bootsmanns, Linearfusionsgewehr, dann ledierter Eifer Scoutgewehr und auf der zweiten Seite haben wir auch noch welche. NJD Maschinenpistole, dann eine Alter Sterling Automatikgewehr, dann die Entscheidung Schrotflinte, dann Fioritura 59 Pistole, dann Palmyra B Raketenwerfer und zum Schluss hier einmal Nasreddin Schwert. Was davon gut ist, kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr selber gucken bei light.gg, die Waffen-Perks vergleichen, ob hier was God-Roll-mäßiges dabei ist oder was euch gefällt. Sonst einfach mitnehmen, die Waffe testen und sonst wieder recyceln oder einfach in den Tresor packen. Ganz einfach. Ob da jetzt was Gutes mit bei war oder nicht, ist dahingestellt. Wie gesagt, da komme ich jetzt nicht zu, das alles zu vergleichen. Sonst müsst ihr mal bei Google schauen, ob ihr irgendwas findet. Und sonst bei light.gg könnt ihr halt von Destiny 2, ist da alles aufgeführt, die God-Rolls der Waffen, das alles in der Datenbank vorhanden. Da könnt ihr euch dann alles in Ruhe nochmal angucken. So, jetzt habe ich Baboon-Fehler gekriegt. Anscheinend sind wohl die Server gerade so ein bisschen belastet von irgendwas. Ich weiß aber gar nicht wieso. Haben die noch einen Patch im Hintergrund laufen oder so? Ich gucke gerade nochmal eben, ob ich irgendwas finde. Aber ich glaube nicht. Nö, steht nichts. Ja, sorry, das lasse ich jetzt aber so laufen, weil ich für mehr keine Zeit habe. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber was soll's machen? Okay, jetzt bin ich wieder am Hof gelandet. Ja, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Bungie. An den Destiny 2 Servern, keine Ahnung. Aber es ist schon wieder nervig. Das motiviert natürlich nicht, wieder zu zocken. Bin eh noch genervt vom PvP-Gedöns mit Eisenbanner. Achso, genau, Eisenbanner. Eisenbanner haben sie ja dann den Spielmodus geändert. Und zwar haben sie in der Kontrolle auf Ausbruch, glaube ich, geändert. Und das liegt daran, oder lag daran, dass den Modus ändern musste aufgrund, ich muss mal kurz mal eben lesen, das war nämlich exotischen Helm Kepris Horn hatte im Eisenbanner von Destiny 2 einen Bug. Spieler, die das Item ausgerüstet hatten, konnten in dem PvP-Modus Kontrolle innerhalb von wenigen Sekunden ein Match gewinnen. Damit Kepris Horn zu einem schnellen Sieg führte, musste ein Titan des eigenen Teams das Exotic ausgerüstet haben und bei Matchbeginn zu einer neutralen, nicht eroberten Zone laufen. In dieser neutralen Zone hat der Titan dann seine Barriere aufgestellt, was dem ausführenden Team sofort 70 Erholungspunkte brachte. Der Bug war einige Sekunden aktiv und konnte ein Match in unter 10 Sekunden entscheiden. Wie das Ganze aussah, seht ihr hier. Ja gut, da gibt es dann irgendwelche Clips. Wusste ich nicht. Ja, jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. So kann ich natürlich kein Video aufnehmen, ist natürlich nervig. Aber was willst du machen? Ich hoffe, es liegt nicht am Internet. Ich kann ja mal im Speedtest mit dem Handy machen. Moment. Das kann ich mal machen. Dann mache ich das mal eben. Speedtest durchführen. Download ist bei, mit dem Handy, bei 100 Mbit. Eigentlich sind es 1000. Na gut, mit dem Handy ist es natürlich langsamer, ist klar, über WLAN. Aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall vorhanden. Es läuft normal. Upload ist bei 42 Mbit, 45, nee, liegt nicht an mir, definitiv nicht. Bei mir ist alles so, wie es ist. Der Speedtest sagt, ist alles super. Ja, dann liegt es am Bungie. Da kann ich dann leider nichts machen. Ja, da muss es jetzt hier so weitergehen, auch wenn ihr ein bisschen rumeidelt hier. Dann können wir noch ein paar andere Sachen angucken. Komm, wir fangen schon mal. Okay. Ja, super. Ich wollte nochmal Ada One nochmal zeigen. Ah, will ich hin? Zum Turm will ich hin. So, ja, ich lasse jetzt so on fly laufen, wie gesagt. Ich lasse es jetzt hier einfach so auflaufen. Wie gesagt, ich komme gerade frisch von der Arbeit. Ich habe keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen. Ich will ins Bett. Das muss so laufen hier. So, und jetzt kommen wir jetzt mal eben hier. Also, neue Herausforderungen. Natürlich Woche 3, ne? Neue Sachen. So, einmal in die Tiefen 3. Ja, schließe Woche 3 der Mission in die Tiefen ab. Tiefenladung hier. Besiege Bosse in Bergungsaktivitäten. Nessus-Aktivitäten hier einmal verdiene auf Nessus Fortschritt im Dino-Boy zu patrouillen, öffentliche Events und verlorene Sektoren abschließt. Kosmischer Klamauk, besiege Hüter am Schmelztiegel. Es gibt Bonusfortschritt für das Besiegen von Hütern, von Gegnern mit Arkus, Strang und leere Todesstößen. Ultimativer Champion, besiege Champions in beliebigen Dämmerungsstrikes auf der Schwierigkeitsstufe Held oder höher. Auf höheren Schwierigkeitsstufen verdienst du Bonusfortschritt. Berger an der Front 3. Schieße Bergungs- und Tauchgangaktivitäten ab, während du eine beliebige Waffe aus der Season der Tiefe benutzt. Besiege außerdem Ziele mit Arkus oder Strangenschaden an beliebigen Orten im System. Hüter gewähren Bonusfortschritt. Moment, ich muss weitermachen. Kleinen Moment, ich mache da gleich noch weiter. Das ist ja wichtig hier.
Ja, besiege außerdem Ziele mit Akkus, bla bla, Hütergewehren, Bonusfortschritt. Okay. Dann Kurzdistanz Berger hier, besiege Ziele mit Maschinenpistolen oder Schwertern, besiege Hüter oder Kämpfer, die in Bergungs- oder Tauchgangaktivitäten besiegt werden, gewähren Bonusfortschritt. Dann Anerkennung für Wertschätzung, erhalte Fortschritt, indem du in Foh, Schmelzziegel und Gambit-Aktivitäten Wertschätzung vergibst. Okay. Dann deponieren und ausschalten für die Punkte, indem du Partikel abgibst, sowie Blocker und Hüter im Gambit besiegst. Mitteldistanzkalibrierung, kalibriere Mitteldistanzwaffen, Handfeuerwaffen, Gläfen, Automatikgewehre, Fusionsgewehre und Maschinengewehre. Es gibt Bonusfortschritt für das Besiegen von Hütern. Ja, das ist eine wichtige Herausforderung hier, um euer Bonusrang vorzukriegen. Und es gibt ja auch Glanzstaub, deswegen auf jeden Fall das immer verfolgen und machen. Zum Ende hin, wenn ihr halt hier ja 76 Herausforderungen abgeschlossen habt, gibt es 4000 Glanzstaub oben drauf. Deswegen immer machen. Und zudem gibt es natürlich auch noch andere Herausforderungen, habe ich noch vergessen. Ja. Die gibt es hier nämlich auch noch, und zwar hier. Ja, ich habe schon zwei fehlen noch, bin ich damit fertig. Ich muss noch hier das machen hier und das hier. Den Rest habe ich schon alles fertig gemacht. Das gibt es natürlich auch noch. Da gibt es natürlich Freischaltungen für diese Season. So, jetzt gehen wir noch schnell zu Ada One. Wie gesagt, es ist hier nicht immer alles so, wie es sein soll. Bei Destiny 2 kennen wir ja schon, ist nichts Neues. Und ich sehe gerade, dass mein ausgerüstetes Titanzeichen doch nicht so geil ist, wie ich dachte. Ich habe meinen Char ein bisschen umgestaltet, aber der gefällt mir immer noch nicht. Naja, egal. So, bei Ada One natürlich auch immer eine Anlaufstelle, immer noch, ja. Nicht vergessen, hallo, immer hier wieder. Oben die Beutzüge mitnehmen hier, damit ihr halt immer hier Rüstungssynthesematerial bekommt, also freischalten könnt. Ich verfolge die Beutzüge von Ada One nicht aktiv, die laufen im Hintergrund, aber dadurch könnt ihr dann halt, wie gesagt, ich erzähle es nochmal, hier natürlich dann Ornamente freischalten, die ihr auch zum Beispiel im Eisenbanner braucht. Hier könnt ihr dann raufgehen auf den Helm, hier raufgehen und dann rechts hier sind verschlossene Sachen, die könnt ihr freischalten mit Synthetikgewebeplatten. Die bekommt ihr aber nur, wenn ihr halt die Beutezüge von Ada One fertig macht und das dann hier beim Weber abgebt. Ja, sonst kriegt ihr das nicht. Wichtig, wichtig, wichtig. So, Rüstung ist Verschwenderrüstung komplett anscheinend, wurden die doch nicht. Verschwender Panzerhandschuhe hier 53 Gesamtwert, geht so. Verschwender Harnisch hier einmal 56 Gesamtwert. Verschwender Zeichen hier einmal, dann einmal Verschwender Helm 54 und einmal doch Verschwender Beinchen. Komplettes Verschwender Set. Wenn es noch nicht da ist, einfach kaufen und habt es auch schon safe. Materialtausch hier einmal verglaste Chronologie hier. Shader für 10.000 Glimmer. Ja, sieht man mal so aus. Auch ganz okay, würde ich sagen. Dann haben wir hier einmal neue Pazifik Senke Shader. Und hier einmal Tote Orbit Auferstehung für 10.000 Glimmer wieder. Haben wir hier auch einmal. Ist auch ganz nett eigentlich. Wie gesagt, da kann man auch immer Sachen holen hier und Material tauschen. Und wie gesagt, die Beutezüge einfach im Hintergrund laufen lassen. Das passt dann schon. So, man sieht hier auch, meine Beutezüge habe ich hier schon ein paar fertig gemacht. Die werde ich jetzt mal eben einlösen, damit die schon weg sind. Weil, ich löse sie jetzt ein. Eigentlich solltet ihr die einlösen, nur wenn ihr mit einem Teammate unterwegs seid, wegen geteilter Weisheit. Nicht vergessen, ja. Dann steht die geteilte Weisheit. Aber diese Woche, die ersten Season-Ränge sind eh verdoppelte EP. Deswegen kann ich die auch gut abgeben. Wenn das vorbei ist, dann mache ich das auch wieder mit dem... Ja, trinkt nicht. Dann bin ich lieber mit einem Teammate unterwegs. Und habe dann geteilte Weisheit, kann damit dann noch ein paar EP gewinnen. Es zählt übrigens nur die geteilte Weisheit, also der Einsatztrupp-EP-Boost, nur von demjenigen, der euch joint. Jetzt hängt das Spiel schon das wieder. Der Pyramiden macht mir oh, Mann, Mann, Mann. Oh, ich will doch nur Beutezüge einlösen. Das kann nicht so schwer sein, mir ein paar Beutezüge einzulösen hier. Selbst da hängt das Spiel. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade im Hintergrund wieder Hintergrundarbeiten machen da oder was. Und da irgendwas rumbasteln. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall nervt es hart. Sagen wir es mal so. Und hier habe ich die Beutezüge halt im Hintergrund laufen. Wie gesagt, die variieren auch immer von Ada One, die Beutezüge. Es sind nicht immer die gleichen. Muss man auch noch dazu sagen. So, dann hier ganz wichtig, die NPCs hier immer bedienen hier. Auf jeden Fall Zavala bedienen, Lord Shax bedienen und Vagabund bedienen mit 8 Beutezügen. Weil hier gibt es 120 Glanzstoff garantiert. Die auf jeden Fall bedienen. Der Rest erledigt sich so mehr oder weniger von alleine. Aber und sonst hier einfach alles bedienen, was da ist. Damit ihr halt auch die EP abräumen könnt. Ja, ganz wichtig. So, dann haben wir natürlich Neptun Hauptattraktion hier wieder. Natürlich Wurzel der Albträume dann hier einmal. Da ist die kosmisches Gleichgewicht Herausforderung aktiv. Da könnt ihr hier nochmal looten und leveln. Hier, achso, Schleier lüften. Ach, muss ich immer noch machen. Keine Zeit gehabt. Das muss ich immer noch spielen. Noch immer noch keine Zeit gehabt, leider. Dann hier die Wechselübergriffzone ist aktuell hier diese Woche komplett. Ja, dann haben wir hier einmal Teilbereich Geschoss. Dann haben wir hier natürlich wieder Terminalüberladung, LH. Das Ding wandert jeden Tag um 19 Uhr, ist aktuell hier unten. Dann geht es nächsten Tag hier um 19 Uhr hier hin, dann nächsten Tag hier hin. Und ja, dann haben wir noch Kopf über Zeitprüfung. Diese Woche ist einmal verzweifelte Maßnahmen hier einmal. Die wöchentliche Story-Mission. Da müsst ihr euch natürlich hier genau angucken, was ihr hier reinnehmen müsst. Sucht euch ein Team zusammen. Und guckt die Modifiers an und geht dann da rein und spielt. Dann passt das schon.
dann müsst ihr halt genau darauf achten, was ihr da einstellen müsst. Ne? Nicht vergessen. Es ist einfach wichtig. So, ETZ haben wir noch auch noch was am Leuchten. Genau das hier einmal. Da nicht vergessen, Knoten, Override, Overlord läuft immer noch. Gibt es auch Spitzenausrüstung. Da natürlich könnt ihr auch noch umstellen hier, wie gesagt, auf Legendär. Da müsst ihr aber auch wieder die Modifiers anschauen und da dann reingehen und dann natürlich auch noch Loot abholen. Das ist natürlich auch wichtig. Europa leuchtet auch noch was. Mal gucken, was. Was haben wir denn hier? Ah ja, Tiefenstein-Krypto ist diese Woche im Rhythmus oder im Zyklus drinne. Da gibt es Spitzenausrüstung. Herausforderungen sind natürlich alle aktiv. Jeder natürlich, Einsatz was denn sonst? In der Helm natürlich die Hauptattraktion. Hier natürlich die wöchentliche Story in die Tiefen. Da macht diese Woche halt Woche 3 die Story weiter. Dann haben wir hier natürlich noch wieder Bergung. Dann Tauchgänge und dann hier Geister der Tiefe natürlich den neuen Dungeon. Hier können natürlich auch noch hier reingehen, Widerstandsschlachtfelder reingehen. Oder auch hier, ja, Dinge, der Widerstandsschlachtfeld Kosmodrom ist aktiv, ja, dass ihr da auch nochmal guckt. Und immer die Modifiers angucken, ganz wichtig. Modifiers, was ihr da einstellen müsst. So, Food Strikes, habt ihr hier aktuell Solarwoge, Stasiswoge drinne. Einen von den beiden Fokus und Ausrüsten dann rein, da könnt ihr sie abschließen. Einen ran sind 20%, aber ihr könnt es auch verbinden. Geht hier einfach rein in die Dämmerung, ja, geht auf Feld rein. Da braucht ihr dann aber halt immer hier die Strangwoge, Arkuswoge und einen von den beiden auswählen. Dann levelt ihr aber hier oben das gleichzeitig mit. Deswegen eigentlich gar nicht schlecht. Kriegt ihr zwei Sachen auf einmal. Hier müsst ihr 200.000 Punkte einlooten hier bei der Dämmerung. Die Dämmerung ist die in Ungnade gefallen. Und die Waffe, die droppt, ist glaube ich das Maschinengewehr. Ich muss mal gucken. Mist, habe ich gar nicht mehr auf. Das Maschinengewehr der Schwarm, glaube ich, droppt da, glaube ich. Muss dann irgendwie mal gucken. Weitere Infos übrigens auch in der Videobeschreibung unter diesem Video. Alles von meiner MMO. Link ist natürlich auch in Quelle. Auch angegeben natürlich. Was denn sonst? So, das Maschinengewehr der Schwarm. Die Meisterversionen aller Dämmerungswaffen könnt ihr euch in Season 21 ab dem 13. Juni erspielen. Genau. Ab 13. Juni ist hier nämlich dann der Spitzenreiter aktiv. Da wird es nochmal eine Stufe schwieriger. Gambit natürlich nicht vergessen, auch zu spielen hier, ne? Am besten Freelance reingehen, dreimal reingehen. Habt ihr auch da mächtige Ausrüstung oder beziehungsweise ein Exo-Engramm. Die Exo-Engramme agieren ja so wie bei Xur das Exo-Engramm. Da kann halt eben eure Exo-Sammlung noch eben vollständig werden, nicht vergessen. Die Engramme sind gar nicht so schlecht. Die leveln euch zwar nicht so extrem wie Spitzenausrüstung, aber sie bringen euch auf jeden Fall weiter. Und die macht euch halt die Spitzen- oder die exotische Ausrüstungs- Geschichte vollständig. So, Schmelztiegel haben wir diese Woche einmal. Rumble, Team versenkt, Schmelztiegel Labore, Competitive, Kontrolle und Konflikt einmal aktiv. Ja, da gibt es auch mal überall Loot. Ewigkeit könnt ihr natürlich auch noch spielen. Müsst ihr euch aber im Team einspielen und auch ein Team suchen, sonst könnt ihr es vergessen. Auf 1830 ist nämlich das Level angehoben worden. Hier sind auch wieder die Modifiers, darauf einspielen. Hier einmal der Weg des Hufes. Runde 1 Gefallene, Runde 2 Schar, Finalrunde Zytron. Müsst ihr euch auch merken, sonst stellt euch eventuell falsch hin. Auf dem Mond ist der verlorene Sektor, da wird es ja immer angegeben. Ist einmal hier K1 Kommunion. Ändert sich den nächsten Tag wieder um 19 Uhr. Wenn ihr den Sektor nicht seht, müsst ihr leider den Sektor auf normal einmal laufen und ihr müsst euch das einprägen, was hier steht und darauf einstellen. Champions sind drin, Barriereüberladung, Bedrohung, einmal Solar, Schilde, Solar und Leere, Modifikator, Arach, nein, Power Level 1830 und da droppt halt ein exotischer Beinschutz, aber der droppt nicht immer, sondern immer random, aber wie gesagt, da gibt es Exos zu holen, jeden Tag wandert dieser Sektor und ist dann irgendwo anders. Aber er wird Gott sei Dank jetzt immer angegeben, das ist das einzig Gute, wird immer angezeigt, das ist schon mal sehr angenehm, sagen wir es mal so. Ich hoffe, ihr habt hier nichts vergessen. Gut, hier in der träumende Stadt gibt es noch die Assistenten-Herausforderung, das ist aber erstmal nebensächlich. Könnt ihr in der Videobeschreibung schauen. Ja, sonst habe ich, glaube ich, alles gezeigt und auch gesagt. Dann wünsche ich eine schöne Woche. Guten Loot euch und wie gesagt, die Tapferkeitspunkte sind im Schmelztiegel erhöht. Also wenn ihr da den Loot jetzt reinholen wollt, was den Ruf angeht, hier also Lord Saladin, Lord Checks leveln, dann müsst ihr halt eben, wie gesagt, jetzt halt in Schmelztiegel reingehen, durchgehend ballern. Und da drinnen bleiben, damit da halt eure Strähnen sich auffüllt. Und dann müsst ihr irgendwie so 10 oder 20 Matches machen. Dann habt ihr auch dann den Rangboost so, dass ihr vielleicht eventuell auch dann die Season-Waffen abholen könnt, etc. So, das soll es gewesen sein. Ja, und danke fürs Zusehen. Auch wenn es ein bisschen komisch war, aber was soll ich machen nach der Arbeit, ne? Ich bin total durch. Bis denn, reingehauen. Danke für den Support. Tschüss.